Mehr als 200 Feuerwehrleute mit 18 Einsatzfahrzeugen hat die Freiwillige Feuerwehr Weinstadt. Diese sind im Stadtgebiet an 5 Standorten verteilt, um stets innerhalb kurzer Zeit vor Ort zu sein und zielgerichtet zu helfen. Die Feuerwehrfahrzeuge sind heute nicht mehr wegzudenken, um Mensch und Material schnell zu einem Unglücksort zu bekommen. Manche der Fahrzeuge haben besondere Ausrüstung für spezielle Aufgaben mit dabei. 10 Fahrzeuge kommen beispielsweise bei der Brandbekämpfung zum Einsatz und verfügen meistens über einen eingebauten Wassertank und eine Pumpe. 3 sind mit Geräten zur Rettung bei Verkehrsunfällen ausgestattet und 6 weitere dienen unter anderem der Einsatzmittellogistik. Sie bringen beispielsweise Nachschub wie Schläuche oder weitere Feuerwehrleute zu einem Einsatzort. 2 weitere dienen ausschließlich der Führung von Einsätzen aller Art und sind daher mit umfangreichen Kommunikationsmitteln ausgerüstet. Damit sind die Einsatzkräfte zeitgemäß ausgestattet, um auf unterschiedliche Notlagen in Weinstadt passend und schnell reagieren zu können.